In ein paar Tagen ist es ja wieder soweit. Uhrenumstellung. Nochmal nach vor. So, geschafft. Mittlerweile sollten wir uns ja daran gewöhnt haben, vor allem in Österreich. Denn in Österreich wurde die Sommerzeit 1916 zum ersten Mal durchgeführt. Wobei eigentlich muss man dazu sagen, Österreich-Ungarn, also wesentlich größere Gebiet als Österreich heute umfasst. Es war die Zeit des Ersten Weltkriegs, man wollte sparen, man führte sie nicht nur in ganz Österreich-Ungarn ein, sondern auch in allen zu dieser Zeit besetzten Gebieten, unter anderem in Serbien. Und Friedrich Wallis schreibt in seinem etwas zynisch betitelten Buch über die österreich-ungarische Besatzung in Serbien, Die Pforte zum Orient, unser Friedenswerk in Serbien, erschienen 1917 in Tirol. Die neue Sommerzeit ist auch in Serbien eingeführt worden. Wiewohl diese Zeitrechnung in den feindlichen Ländern ebenfalls angenommen worden ist, wollten die Serben die sogenannte schwabische Uhrenvorrückung nicht recht anerkennen. Aber ebenso wie jene, die uns lange genug keinen Sieg geglaubt haben und überzeugt waren, dass die serbische Armee wieder im Lande steht, ebenso wie diese Leute allmählich unsere Ansichten über den Krieg angenommen haben, so verschwindet auch der Unterschied zwischen unserer Zeit und eurer Zeit. Zwischen Nachofrieme und Waschofrieme rasch dahin. Es war nicht leicht, den Bauern den Sinn der neuen Zeitrechnung und die Art der Durchführung klarzumachen. Am einfachsten ging es dort ab, wo am Vormittag des 1. Mai, zum Beispiel um 8 Uhr alter Zeit, verlautbart wurde: Leute, es ist jetzt 9 Uhr. So, scheinbar haben wir auch in den letzten über 100 Jahren nichts dazu gelernt, denn auch über Social Media wird es wieder groß durchgespielt werden. Oi, 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 die Sommerzeit. Es wäre jetzt dann 1 statt wie jetzt 12.